Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Odyssey mit dem Ralf von der letzten Folge. Mein Atem riecht nach toter Maus. Ja, unterbrich halt meine Anmut. Na, in der letzten Folge haben wir den Aufpasser befreit und herausgefunden, dass der Schlüssel, den wir brauchen, um ins Labyrinth zu kommen, der gute Audos schon besitzt. Da gucken wir mal, was da noch draus wird. Und ob wir, wie in der letzten Folge angesprochen, die komplette Theseus-Rüstung brauchen oder nicht. Ich hoffe nicht, weil so viel Aufwand für diese blaue Rüstung, wo... Naja. Du. Ich schwöre, ich habe sicher nichts gestohlen. Der alte Aufpasser sagte du. Was? Er hat mit dir geredet? Hat er dir etwas über meinen Pater erzählt? Nein, hat er nicht, aber... Und was ist mit dem Sammler? Er sagte, du seist wie dein Pater. Wirklich? Das ist schön zu wissen. Hör mal, der alte Verwalter sagte, du... Warte. Und der Schwertfisch? Was hat er gesagt? Du hast ihn gefunden, oder? Er sagte, der Schlüssel muss in die Stele. Oh, ich weiß, wo die Stele ist. Aber warte, von was für einem Schlüssel sprichst du? Der alte Mann sagte, du hättest ihn bestohlen. Nein, habe ich nicht. Moment, was soll ich ihm denn gestohlen haben? Den Schlüssel zum Labyrinth, eine Scheibe. Oh. Du meinst das alte Ding hier? Ich habe mich schon immer gefragt, wofür das sein könnte. Der Schwertfisch erwähnte einen Ort, an dem man eine Scheibe platzieren müsste. Eine Stele. Oh, und was machen wir jetzt? Wenn wir die Scheibe in die Stele stecken, sollte sich der Eingang zum Labyrinth öffnen. Und dann kommt der Minotaurus. Und du wirst auch meinen Pater retten, oder? Wenn er noch lebt, würde ich jetzt eher sagen. Ados, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass dein Vater noch... Er lebt, ich weiß es. Wir müssen nur schnell sein. Sieht aus wie ein Teil von Theseus Rüstung. Haben wir jetzt alles? Fettlose Auge, rostiger mykenischer Helm, nee, also Brustpanzer haben wir, Gürtel des Ares, Genau. Der Beinschiene des Theseus. Die Söldnerstiefel können wir schon mal zerlegen. Also wir haben die Beinschiene und wir haben die Brustplatte und die Armschiene müssten wir haben. Ja, die Armschiene. Sonnenschiene. Helm haben wir nicht. Das hätten wir von Amazone. Also wir hätten drei Sachen von Amazone. Stiefel haben wir nicht. Na gut. Ich habe jetzt auch extra nicht danach gegoogelt, ob ich die Rüstung tatsächlich vollständig brauche oder nicht. Ich hoffe es mal nicht, wie gesagt, weil das finde ich ein bisschen lame.
Was zappelst du so? Aber was ich mache... Falsche Taste. Ich speichere hier mal. Für den Fall, dass wir es doch brauchen. What the fuck? Okay, haben wir sonst noch was, wo ich da hingehe? Nope. Oh. Ist lädt. Wo lädt es denn hin? Das ist nicht mir nur. Was ist das? Sorry, ich muss mich mal anders hinsetzen. Er ist echt. Was? Ich seh nix. Bei den Göttern. Nice. Der Faden, mit dem sich Theseus im Labyrinth zurechtfand. Mal sehen, wohin er führt. Ziegenkäse. Das war eine Kreatur des Zorns. Ich bin echt neugierig. Das muss Nikios sein. Ein Ring. Den wird Ardos haben wollen. Okay. Das ist aber laut. Oh. Wir sind zumindest durch. Oh. Hallo. Großer. Der Minotaur. 41! Und auf geht's! Okay, mit Level 40 würde ich eine Weile brauchen. Ich glaube, der Kampf dauert eine Stunde. Wow. Ja.
shit. Ne. Level 40 ist noch zu hart für uns. Da brauchen wir noch ein paar Level, bis wir mit dem der Intention wagen können. Okay. Kann ich das auch? Kann ich auch fliehen? Das. Verdammter Minotaurus. Wow. Glaube ich, komme hier nicht mehr raus. Weil ich den nicht besiegt habe. Die. Okay. Muss ich hier. Gegen den brauche ich es noch gar nicht probieren. Ja. Ja. Dann lassen wir diese Quest mal Quest sein. Da steht sie ja in Rot. Die Quest ist aktuell für uns zu hoch. Dann gucken wir uns mal das an. Bin ich ein bisschen schade, dass es so viel zu hoch ist. Aber gut. Wenn man so früh auch schon so guten Loot kriegt. Oh, was ist so früh? 40% vom Game. Ne? Kann man schon mal machen. Oh, ein Flüsschen. Ja. Oder ein Bächlein, eher gesagt. Wow, was denn hier passiert? Lacker. Da vorne sind fanatische Anhänger des Ares. Wen wollte er treffen? Ich sollte es herausfinden. Er muss auf der Flucht vor den Kannibalen von der Klippe gestürzt sein. Kein schöner Abgang. Er muss auf der Flucht vor den Kannibalen von der Klippe gestürzt sein. Kein schöner Abgang. Das gibt jetzt erstmal Rache. Sagt er, es ist mal Marsch. Ah. Sonst peilst du den immer genau sicher an, aber diesmal nicht. Ende Gelände hier. Wo ist eigentlich der Dicke hingeflogen? Unten.
Was hat der? Nichts? Na gut, dann halt nichts. Aber so lange will ich nicht laufen. Da hole ich mal lieber meinen Gaul. Ella. Los. Ich muss mit ihm sprechen. Und los. Ach, du triffst mich noch. Willst du mal getreten werden hier? Und bleib tot. Was sollte das denn? Das Militär verdächtigt mich, Abtrünnige von der Front rauszuschmuggeln. Ja, na gut, sie wussten, dass ich es tue. Mhm. Oh, verfluchte Wachen! Sie schlagen hart zu. Hast du auf dem Weg hierher einen Mann gesehen? Einen dürren Idioten in den Farben der Armee? Ich fand eine Leiche in einer Schlucht. Da habe ich diese Nachricht entdeckt. Tot? Nein, das darf nicht sein. Wir hatten den perfekten Plan, ihn zu seiner Frau zu schaffen. Ich versprach ihr, dass er nicht enden würde wie die anderen Abtrünnigen. Du musst ihm nahestehen, wenn du dein Leben für ihn riskierst. Oder er hat dich sehr gut bezahlt. Aber ich tat es für das Mädchen. Mädchen? Welches Mädchen? Seine Frau? Es geht immer um ein Mädchen, nicht wahr? Naja, er wurde zwangsrekrutiert. Und sie weinte unentwegt. Und ich bin gut darin, Leute verschwinden zu lassen. Aber anders als du es tust. Also wollte ich ihnen helfen, wieder zusammenzukommen. Man findet kaum noch jemanden mit einem guten Herzen. Wir alle haben jemanden, auf den wir aufpassen wollen. Oder aufpassen müssen. Ja, das stimmt. Oh. Wir müssen jetzt zu Isabel, ich meine zu seiner Frau. Wenn die Wachen hinter mir her waren, ist sie auch in Gefahr. Bitte geh zu ihr. Ich komme nach, wenn ich kann, und bringe sie in Sicherheit. Ich werde sie beschützen. Wie komme ich zu ihr? Folge der Straße nach Kydonia. Ihr Haus ist auf der linken Seite. Suche nach grünem Stoff am Türpfosten. Schnell! Ich komme nach, sobald ich kann. Chere. So. Mach ich aber erstmal das hier. Phobos? So, ich hab Y gedrückt. Halten wir, Phobos. Machen wir erstmal noch die andere Quest, oder zumindest Thronmission mal. Weil wir wissen natürlich noch nicht, wo die uns hinführen wird. Was ist denn hier passiert? Mach mich los, bevor mir die Geier die Augen auspicken. Ganz zu schweigen von den Wölfen. Ich sah sie gerade erst in den Büschen. Ich bin eine Söldnerin. Du musst wissen, dass ich nicht umsonst helfe. Und du siehst nicht aus, als wärst du in der Lage zu zahlen.
Warte, hör mich an. Diejenigen, die mir das antaten, nahmen mir alles, was ich besaß und ließen mich hier zurück. In ihrem Versteck horten sie viele Schätze und Kostbarkeiten. Befreie mich und ich verrate dir, wo du sie finden kannst. Ja, das hört sich immer gut an. Mach mich los! Ach, verdammte Wölfe. In der Gelände. Danke den Göttern, dass sie dich geschickt haben. Du lebst und bist frei. Nun erzähl mir von der Belohnung. Diese Schweine nahmen mir meinen einzigen Besitz. Ein Familienerbstück. Ich habe das Amulett von meiner Mutter bekommen. Sie verwahren ihre Reichtümer in einer Höhle unter Wasser, westlich von hier. Welcher Bandit nahm dein Amulett? Der Anführer, ein dicker Kerl mit einer großen Axt Stahles. Schlag ihm den Kopf ab und das Amulett gehört dir. Wer ließ dich so zurück? Die Anhänger des Ares. Ich trat ihnen bei, weil ich mir schnellen Reichtum versprach. Doch die Opfer und das Morden, Söldnerin, es ist furchtbar. Ich wollte mich mit einigen ihrer Sachen davonstehlen. Und wurdest geschnappt. Du musst sie alle umbringen, Söldnerin. Sie sind wahnsinnig. Du hast die Anhänger des Ares verlassen und erwartest zu überleben? Wie ist dein Plan? Ich dachte, ich werde Geierfutter. Aber warte, vielleicht... Die Sache gefällt mir nicht. Wie wäre es, wenn ich für dich arbeite? Ich kann kämpfen. Das immerhin haben mir die Anhänger des Ares beigebracht. Nun, was sagst du? Ja, wegen mir. Gut, du arbeitest für mich. Ich weiß nicht, ob das was wert ist, aber besser als nichts. Ich kann ihn auch immer noch feuern. Ich ab sofort zu deinen Diensten, wenn du willst. Aber nur, wenn du dich vorher anziehst. Was kann der? Der macht Pfeilschaden. Mehr als Odessa. Dann nehme ich den mal. Tja, hat sich doch schon gelohnt. Da wären wir. Ah, noch? Das ist wahrscheinlich der Untergrund. Sagen wir mal wieder Palim Palim. Oh, da hängt auch was. Eisen. Immer schön alles mitnehmen. Also mal hoch. Überblick verschaffen. Da steht ein Kultist. Da ist nochmal einer.
mal fliegen. Okay, der Sturz von da oben tut nicht genug weh. Komm hoch. Runde. So. Auf Wiedersehen. So, du bist frei. Und hier sind die Schätze. Oh, da gibt's einiges. Klettern wir dort auch? Okay, ich habe dann wohl noch nicht alle gefunden. Ah. Alter, wie groß ist denn das hier noch? Guten Tag. Okay, das backt. Hey, Großer. Dieses Amulett. Och nö. Spielabsturz. Oh. Naja. Da machst du nix. Das dritte Mal, dass mir das Spiel jetzt abschmiert. Oder seitdem ich das Spiel spiele in jetzt 38 Stunden Spielzeit. Gut. Da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als Danke zu sagen fürs Zusehen und hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es geht in der nächsten Folge weiter an der Stelle. Mal gucken, wo der Safe Game mich rauslässt. Somit, wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt, könnt ihr die Notation Black aktivieren, damit YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte YouTube euch dann doch nicht benachrichtigen, wann bei uns wo ihr was geht, habt ihr den Twitter-Account von Dennis, dem ihr ein Follow reindrücken könnt und auf alle Feed-Anzeigen einstellen solltet. Denn dann seid ihr safe, weil Twitter und YouTube miteinander verknüpft sind und YouTube da, und sagen wir so, wenn wir dann über YouTube irgendwas machen, twittert es automatisch an euch raus. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.